Warum habe ich die Vermutung, dass das irgendwie noch richtig abgedreht wird? Mit Robotern oder so? Ist irgendwie nur so eine Idee. Wir werden sehen, wie weit wir es bringen werden. Was haben wir denn? Wir haben die Macheten. Also die machen viel mehr Damage, sind aber lang... Na komm, das ist gut. Pistolen wären schon gut, ne? Können die uns ruhig mal gönnen. Damage Splash Tactics. Eigentlich sind die nicht besser, ne? Wir bleiben mal bei den Granaten. Ich mag Granaten eigentlich ziemlich gern. Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Knock enemies into the air, ja. Put your hands up in the air. Das werden wir nach unten drücken und den dann nach oben dodgen. Das habe ich schon verstanden. Ich hoffe, ihr auch. Ja, ihr seid ja fleißige Zugucker. Der ist wichtig, der ist nur am Trinken. We got worried when you just disappeared. Karina. Shank, we need your help. Nette Bluse. You're in the resistance? At least I'm doing something. I don't do causes. I'm only here to see Elena. Since when did you care? Since now. Da sehen wir schon. One of you cockroaches killed Razor and torched our camp. Oh oh. Aber das wird wahrscheinlich der Gegner im zweiten Level sein. Oder? Kommt der jetzt doch schon eher dran? Wir haben keine neuen Waffen, ne? Ich muss mich immer noch mal kurz. Ja, genau. Hat sich nichts verändert. Magnus. Ja, mich würde es mal interessieren. Habt ihr vielleicht den ersten Teil gesehen von mir damals? Habt ihr es vielleicht jetzt so nachträglich mal ein bisschen reingeschaut? So ein paar Leute, ja, so die Hardcore-Zuschauer, die ich habe, die kennen das Spiel ja schon von damals, als ich das gespielt habe. Boah, komm, ab, nein, ach, verdammt. Also ich kann die grabben, dann geht das auch ganz geil. Ist das so geil, wie der die festhält. Und dann kann ich einfach auf sie einstechen. Ich kann ihn benutzen. Aber ich muss doch auch auf seine Gefühle als Mann eingehen. Thanks. You may need this. Jawohl! Genau die. Die brauche ich sehr wohl. Wenig Damage. Haben die anderen mehr Damage gehabt? Ich weiß es nicht. Aber dafür verdammt viel Speed. Good Rage of Fire and effective against the range of enemies. Press B to fire. Press for cross-armed shooting. Das probieren wir direkt mal aus. Genau so. Also wie gesagt, habt ihr damals schon zugeguckt? Würde mich interessieren, wenn nicht, könnt ihr ja mal gerne in eine alte Folge reingucken. Genau so habe ich mir das vorgestellt. So muss... Oh, oh. Die haben sogar Coca-Cola. Nein. Die haben nur Coca. Hier kannst du nur... Ich mag Pistolen. Gehst du wohl, hops? Ein Lebensbalken wäre ganz schön. Ich kann das mitnehmen, ne? Wir warten mal den nächsten Gegner. Keep an eye out for more objectives. Willst du mich verarschen? Ich wollte unten lang gehen und das ging nicht, oder was? Doch. Immerhin hat er nicht viel drauf, das ist geil. Oh, was war denn? Magnus Rice. Ach, hier kriege ich sowas wie kleine Comics oder irgendwas mit. Okay. Ich bin immer noch dabei, ne? Wer es damals nicht gesehen hat, sollte sich es mal angucken. Das Spiel ist lustig, wie ich es gespielt habe, wahrscheinlich auch. Hey, Freunde. Ich könnte daraus fast einen Shooter machen, ne? Ah, weggeduckt. Ich bin so geil. Au, ne, doch nicht. Okay, wir gehen aber mal wieder ein bisschen weg von den Pistolen, obwohl die mich gerade tierisch angeilen, muss ich sagen. Ist das überhaupt ein Wort? So einen hatte ich doch schon mal. Ist das irgendwie nur ein General oder irgendwas? Au, nein, nein, au! Die Haut. Jetzt bin ich durchgefallen. Ist wie in der Schule. Und dann landet man im Feuer.
Nein, nein, ich wollte doch kontern. Mensch, komm her. Jawohl, jetzt. Weg ist der Arm. Die hat ganz schön viel Leben gekostet. Ach so, oh oh, mich macht das Feuer auch kaputt. Huch. Ja, und nun? Jetzt kriege ich das Objective nicht mehr, ne? Pass auf. Oh, da bin ich aus Versehen ins Feuer gerannt. Hm. Dann muss ich das wohl nochmal machen. Oh, nee, noch... Das ist im Ernst? Das ist die Bestrafung dafür. Okay, dann halt nochmal. Aber an sich weiß ich ja jetzt, wie man den tötet. Ist ja gar nicht mal so schwer. Ja, genau. Boah, ich muss raus aus dem Feuer. Ja, ach cool. Guck mal, ich habe den einfach festgehalten. Ist der jetzt mal in Ordnung hier? Ah, es war wieder zu spät. Na gut, da ist nicht viel von übrig, ne? Wenn man das, ich muss hier raus. Ich muss hier raus. So, jetzt habe ich das. Ah, haha, siehst du, wenn man schlau ist, so wie ich und ihr, wir spielen das ja quasi zusammen. Wie lässt man sich denn fallen? Alkohol. Njam, njam. Ich meine, bei mir heilt Alkohol auch mal. All we have is pocket change. Es ist so gut, ohne Scheiß. Natürlich haben wir uns so unter Kontrolle, dass wir die alle nicht umbringen. Die Geiseln. Ich bind ihm ein bisschen am Kopf rum und dann ist er wieder frei. 50 Stück gibt es insgesamt zu befreien. Da haben wir noch was zu tun. Ah ja, ich kann höher springen, okay? Da haben wir schwer. Ab und zu einfach mal durch, ne? Ich brauche bessere Waffen. Oh, ich bin so gut, ey, ohne Sch... Woher soll sich ja nicht so früh... Ah, aber guck mal, das war gut. Ich habe kein Leben verloren. Aber bevor ich hier irgendwas kaputt schieße, wo muss ich... Da muss ich raus. Dann gucke ich natürlich erst nach oben. Da gibt es wahrscheinlich Granaten. Oder? Ich weiß nicht. Gibt es echt zwei Wege? Das ist ja... Das ist ja phänomenal. Aber wo geht's denn unten lang? Dann glaube ich eher, dass unten so ein optionaler Weg ist. Komm, gehst du... Hallo. Ja, unten ist der Option... Doch, geh doch. Ich kann da doch runter. Irgendwie. Ist nicht so leicht, aber irgendwie schafft man es manchmal. Hä? Das hatte ich doch. Ah, ja, super, hier ist Schluss. Nee, kann er nicht hoch. Cool, wir hatten alles und haben uns deswegen einfach nochmal umgebracht, um zu kontrollieren, ob wir alles haben. Ich hoffe, man hört übrigens den Controller nicht so laut. Ich habe ja noch nie mit Controller gespielt und deswegen habe ich da keine Erfahrungswerte. Nicht schon wieder so einer, nein! So, dann habe ich das schon mal, das ist gut. Au, 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 nein, ich hänge ein bisschen fest. Ja, genau. Dann... Nein, da kommt ein Auto! Jetzt hänge ich ein bisschen fest, okay. Ja, ich muss irgendwie diesen Schützen da kaputt machen. Der geht nämlich gar nicht klar. Der ist immer noch nicht kaputt. So, meine Fresse. Jetzt haben wir ihn noch. Hier, mein Freund, mein Besten. Ich muss sowieso, glaube ich, mehr anfangen, die festzuhalten und denen dann Damage zu machen. Das ist viel besser. So, und dann schön das rein und dann kriegst du die auch gut tot, ne? Da kann ich dann auch einfach so spielen, ohne hinzugucken, aber... Naja,
Dafür müssen wir noch ein bisschen üben. Ha, ich kann Barrikaden kaputt machen. Ich bin hier die Rebellion. Ich brauche überhaupt keine Hilfe. Ich bin mal gespannt. Ich freue mich hier immer auf die Endbosse. You have it in you to be a leader, but remember, I won't always be there to help you. Alena. Well, you were getting drunk. Magnus's thugs took her away. You can catch the 10 o'clock bus out of town. Not this time. I'll find her. Ich weiß gar nicht mehr, wie das mit der Story aus Teil 1 ist. Oh, was ist denn das für einer? Jetzt hat er da eiskalt seinen Kollegen umgebracht. Wenn die deutschen Bauarbeiter mal so fleißig die Schippe schwingen würden, ne, dann könnte da noch was draus werden. Komm. Das Alz weg mit der. Guck mal, der hält echt viel aus. Autsch, hat mich natürlich genau getroffen. Geht doch. Jetzt möchte ich aber diese Mörderschaufel haben. Komm her. Du Scoop ist... Und wir graben, und wir graben. Wir graben die Landschaft um. Was haben wir hier noch? Hier in der Kiste. Vielleicht muss ich mir das später alles mal angucken. Hier ist ein Waisenheim. Ich hab... Im ersten Teil war es doch so, dass die irgendwie alle seine Frau umgebracht haben. Alle miteinander. Und bei ihm haben sie es ja versucht, aber es hat nicht geklappt. Das habe ich noch so im Kopf. Ach, guck mal. Ich habe ihn genau getroffen. Wir graben die Gegner aus. Das geht richtig gut. Ich brenne. Hilfe. Einfach mal durchs Gesicht, das ist so geil. Aber guck mal, der Typ. Ey, ich konzentriere mich nämlich gerade auf den, der da noch hell am Boden ist, der Schütze. Deswegen. Autsch, autsch, wo bin ich denn? Hier, erstmal alle zu Boden. Ey, jetzt macht er doch nicht so viel Schaden. Ich mag nicht so viel Schaden. Guck mal, man kann laufen in der Luft. Ist ja lustig. Ach komm, ich war doch... Bam, 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 bam. So. Die Schaufel ist nicht so toll. Was war das? Eine Fackel. Vielleicht setzt die in Brand. Ist nicht so unrealistisch bei einer Fackel. Probieren wir mal aus. Nein! Ja, tatsächlich, geil. Schmecke deine eigene Medizin. Ih, nein, au, 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 au. Scheiß Feuer, ey. So, habe ich ihn? Habe ich ihn. Das mit dem Reindashen ist auch richtig gut. Boah. Ich frage mich, ob mir die Punkte irgendetwas bringen in diesem Spiel. Alles geht kaputt. So sieht's ja aus, wenn die Alien kocht. Ohne Scheiß. Ja. Ich glaube, es gibt hier ein spezielles Muster, oder? Ich muss da rein. Oh. Cutscene. Und ein Popo. Helena. Shake. Das sieht doch nach einem Boss aus. Natürlich in einem brennenden Gebäude. Wunderschön. Was ist denn das für ein bekloppter Name? Autsch. Ob das... Ich habe leider verloren. Was muss ich denn machen? Wie kriege ich den? Wow, was mache ich denn gegen den? Okay, nah dran stehen ist auch keine gute Idee. Hörst du auf. Also ich muss auf jeden Fall den Tisch benutzen. Ah!
Puh. Viel mehr gibt's hier allerdings nicht. Ey, ich bin doch gerollt. Edgy Bitch, ich bin schlauer als du. Ja, komm, hinter! Grab ihn! Wir müssen ein bisschen Schaden machen. Der ist nicht ohne, muss ich sagen. Wow. Was macht er? Wow, nein! Macht er eben den? Nein! Es lief bis hierhin gar nicht so schlecht. Oh, da war sogar noch ein Getränk. Ich weiß, was passiert. So langsam kennt man ihn. Man muss sich einfach schnell drauf einlassen, wie das funktioniert. Wow. Komm her. Nein, nein. Bewegung. Wow, ich weiß nicht. Also ich kann da nicht so viel reden bei solchen Kämpfen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Na, jetzt macht er wieder den Boden. Sehr gut. Da kriege ich eh noch ein bisschen. Ey, wie gemein war das denn? Komm. Los. Ja. Knapp. Plötzlich macht mir Feuer nichts mehr aus. Der Milchbubi. Ich glaube, der verrät uns später noch. Ich glaube, die wird zwar dazu gezwungen, aber ich glaube, Shank hat keine Freunde.